Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal eine Reaction und zwar auf Adlersen nimmt Zoom-Meeting-Subs. Diese Videos wurden mir in der letzten Zeit öfter mal vorgeschlagen. Auch die unter anderem, die man hier sehen kann. Und das haben jetzt auch einige an mich herangetragen. Das schauen wir uns das mal zusammen an. Und A-Larry macht das hier mit vielen anderen Leuten. Ich bin hier am Start als letztes gewesen. Meme und Baraka, Drachenlord, Inscope, Monte Tanzi und so weiter. Okay, es ist mir eine massive Ehre, Teil des Ganzen sein. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Mein Name ist Petrovic und ich möchte den heute noch holen. Ja, was bieten Sie mir denn? Meinen unbefleckten... Okay, bin hier mal gespannt. Dann gehe ich gleich in einer anderen Kraft und Energie. In das nächste Gespräch, in das nächste Meeting, was auch immer da ansteht. Was zum. Also, der hat das in irgendwelche Zoom-Meetings reingesneakt, sozusagen. Und dann 10 von mir abgespielt. Okay, das ist krank. Die Leute, die wissen ja gar nicht, was hier Phase ist, oder was? Also, Grüße gehen raus an jeden hier. Hey, jemand! Hey! Hallo, sind Sie noch da? Oh nein! Ja, okay. Okay, was war das jetzt? Alles gut, Max? Lol. Magst du dein Bild anmachen? Bitte? Oh! Wer ist die noch zu haben? Ja. Entschuldigung. Hallo, was wollt ihr da im Hintergrund? Wie bitte? Haben Sie wirklich Interesse? Was du jetzt gerade? Ich habe Sie jetzt gerade nie verstanden, was Sie meinen. Mach deinen Ton aus. Ja, was sollte mich sonst dazu bewegen, Sie jetzt anzurufen? Nee, weil ich so komische Geräusche im Hintergrund höre. Das ist das Trembolon, das ich mir seit kurzem spritze, um breiter zu wirken. Schmeiß ihn mal raus, bitte, Christiane. Ist alles gut, ich würde die gern kaufen, nächste Woche. Ja, gerne. So ein geistiger Unrat aber auch, da kommt ja jemand rein, der telefoniert und Blödsinn quatscht. Ach. Max, mach doch mal deine Kamera an. Alter, Adlersen mit einem S. Also das macht mich sehr wütend. Das macht mich wirklich wütend. Jetzt reicht's. Doch. Das kriegst du jetzt alles zurück. Das kriegst du jetzt alles zurück. Denn... Wer ist der nächste One? Marlene? Ah, jetzt ist richtig geschrieben, Mensch. Caroline, wir haben dich vergessen, gell? Alles gut. I'm very sorry. Erzähl doch mal jetzt, komm auf den Punkt. Die also, wir hatten ja diese 3 Themen bei uns. Naja. Das erste habe ich halt vergessen, über was wir gesprochen haben. Ja. Und das zweite war halt, dass wir nichts mehr zu trinken haben. Ja. Deswegen bin ich jetzt mit dir links, gehe da hinten. Okay. Elisabeth. Und das dritte habe ich auch vergessen. Scheiße. Deswegen haben wir jetzt ja nur das zweite. Es ist wirklich davon abhängig, was wählt ihr aus und wie viele und... Was für ein Meeting das überhaupt ist, geil, oder? Vielleicht zum Hintergrund nochmal, weil natürlich ist PKW teurer als deshalb... Wichtig sein daran, wie ich mich selbst präsentiere im Netz oder in den Machwerken anderer ist, dass ich einfach zeige, dass ich es genieße. Alter. Und wir bitten Sie, die Werte dann in diese App einzugeben. Zusätzlich, das wird ja gerne auch durchgeführt bei, wenn jemand das nicht hat. Alles gut. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die hier an diesen Meetings teilhaben, auch gar nicht wissen, dass man dort einfach irgendwelche Szenen und Videos einspeisen kann in diesen Kamerafeed. Die denken ja sonst was. Ja, das war ein, genau, das ist ja. Also, die Schritte werden gemessen und wenn jemand kein Smartphone für die Schrittzahl messen möchte. Das heißt, hier geht es darum, auch die Wirkung hinter dem Programm zu verstehen. Alter. Dann werden wir uns auch anschauen. Ein Beispiel. Also ich will gar nicht wissen, was diese ganzen Coaches und Leute hier diesen ganzen Teilnehmern in diesem Call wirklich verkaufen wollen, Alter. Aus der Praxis, das heißt, da darf sich denn gerne jemand
freiwillig melden. Verzeihung, Verzeihung, dieser Schwangerschaftsstreifen, den ich hier in der Hand halte, kann ich ihn an ihn testen? Nee. Nee? Na gut. Junge, Junge, du gehst hinter Gitter. Fakten. So, jetzt müsst's wieder gehen. Könnt ihr mich alle hören? Bin ich doch hörbar? Jetzt müsst gehen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen. Jürgen, sagst du was? Was soll ich denn sagen? Hast du versucht, was zu sagen? Nee. Jutta, die Kamera an, Max nicht. Geburtstag ist schon recht früh Max. Zu Ende, die anderen sind alle tot. Die Seefahrt. Die Pizza gibt's mit Bier. Ja, diese Abgründe, die hier gezeigt werden. Das Schweinegeschnetzeltes gibt's mit viel Bier. Junge. Geh aus dem Kastag los. So, da habe ich jemanden rausgeschmissen. Okay. Was war das? Es gibt manchmal Leute, die haben irgend so eine Technologie und die kommen hinein und die möchten nicht mit uns reden, die möchten je nachdem immer zeigen, haben wir auch schon gesehen. Jetzt wollen wir aber eine Pizza zeigen. Ist dann irgendwie vernetzt und auf der Basis gibt es dann Analytik. Oder man verkauft... Ich würde gerne wirklich dieses Gespräch mit nachvollziehen. Dieser Hintergrund auf dieser Insel, ich will gar nicht wissen, über was die reden. Ohne Mist. Das physische Produkt sehr kostengünstig und die digitalen Dienste sind sowas... Aufgrund der Wortgruppe, die sie gerade geäußert haben, ersteift sich mein Phallus. Er ist eisenhart. Was ist denn... Glides hat sich mit Blut gefüllt und ist jetzt steinhart geworden. Ich würde sagen, keine Ahnung, was das war. Okay, das habe ich noch nicht erlebt. Ich auch nicht. Ich würde aber sagen, den können wir entfernen. Ja. Sphigma in das angeschlossene oder das parallele System rüberkriegt. Das ist das, was mir jetzt... Wir hatten letzte Woche hatten wir eins. Ich frag mal jetzt nicht, was bei euch da so geht. Sorry Leute, ich habe versucht, das Problem zu lösen. Nachher ein bisschen berichten. Aber manchmal... Diese Hintergründe, Alter. Gehen. Das Wichtigste ist natürlich, wenn man hinfällt, auch wieder aufstehen, Krone richten und weitermachen. Irgendwas zu fressen? Heute wird sich flüssig ernähren! Diese Hintergründe! Okay. Schaut so aus, als hätte der Gaudi der Max. Oh. Ich glaube, er ist gemutet jetzt. Das ist hoffentlich jetzt gemutet, danke. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe gerade schon Alter, diese, durch Alter. Die Blätter durch die Gesichter und Alter. Ich kenne einige wieder. Das freut mich sehr. 20 Minuten später. Kannst du dich gerne nochmal so auf deinem Stuhl nach hinten lehnen oder hinstellen, hinlegen, die Augen schließen? Hey, Junge! Danke, dass du deine Musik wieder ausgemacht hast. Also ich lade dich ein, dass... Danke, dass du deine Musik wieder ausgemacht hast. Alter, die wählen aber auch wirklich die allerbesten Szenen von uns aus. Dass du deinen Mund und deine Zunge ganz schwer werden lässt. Gottes Willen. Noch ein Max. Ich kann das auch gerne dann wiederholen, oder, Johanna? Warum? Nee, weil ich möchte einfach... Ist mir jetzt einfach... Fühle ich mich wohler mit. Wir haben ein bisschen... Ah, ja. Ich möchte deine Kleidung kaufen. Wer ist das? Was ist denn da? Okay. Wo kommt ist der denn jetzt reingekommen? Kennen wir den? Nee. Nee? Ist ja ein bisschen gruselig. Alter. Also, das war wirklich eine Erfahrung. Also der Mann, der sneakt sich in irgendwelche...
in Meetings rein, das ist ja wirklich geistiger Meilis. Sehr lange Erfahrung damit habe. Alter! Doch, ich krieg den rein. Und ja, er ist auch mega geil. Gott. Okay. Ja, ihr könnt euch selber nochmal reinziehen, wenn ihr wollt. Das ist wirklich absolut geistiger Endmeilis. Ja. Ist natürlich Mumpitz, also die ganzen Boomer und Rentner kommen ja nicht wirklich damit klar, was hier passiert. Aber das sind ja einfach nur so Videoschnipsel, die eingespielt werden. Deswegen hat man natürlich, weiß man ja, dass hier nicht jemand telefoniert. Es wäre halt geil, wenn man so richtig. Ah, das geht halt nicht. Es gibt ja von mir nie irgendwelche Aufnahmen, wo das so dann Sinn macht. Wenn man sich so, wie soll ich sagen, Schnipsel rausgesucht hat, wo ich irgendwas spreche, dann macht das Sinn. Also ich glaube, beim Lothar gibt es mehr Sinn, weil der führt ja immer mit der Kameramonologe. Aber naja, war schon amüsant. Ja, liebe Grüße gehen raus. Geistiger Maivis.